Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von GTA San Andreas. Tom, wie im letzten Part angekündigt, Monster Stunts muss ich auch noch machen, aber nicht mehr hier in Vice Venturas, die habe ich ja schon alle. Nein, Straßenrennen. Das sind hier in Las Venturas nur insgesamt 4 Stück. Und ja, 2 Motorradrennen, das sind diese beiden, Damn Rider und Desert Tricks. Und 2 mit, ja, was sind das, mit Sportwagen. Einmal hier den, LV Ring Road heißt das Rennen. Geht halt einmal um diese Schnellstraße, die um Las Venturas drumherum führt. Einmal drumherum. Und dann haben wir hier noch SF2LV, San Fierro to Las Venturas. Yeah. Geht dann auch über den Highway von der Stadtmitte quasi in San Fierro bis nach Las Venturas, da war Ortseingang. Ich würde sagen, wir probieren es erstmal mit den beiden Motorradrennen. Aber vorher muss ich doch mal kurz meine Uhr noch starten. Also, los geht's mit Damn Rider. Wollen wir doch mal gucken, ob wir das hinkriegen hier. So. Ja, das dürfte eigentlich ganz easy sein hier. Ah, doch, das Rennen ist nicht zu einfach. Also, ja, man muss schon aufpassen. Es könnte sein, dass ich hier auch mal fehle, obwohl ich habe das Rennen schon so oft gemacht. Könnte natürlich sein, dass ich Pech habe, dann muss ich nochmal machen. Aber eigentlich dürfte ich es wie die meisten Rennen auf Anhieb schaffen. Wovor ich viel mehr, ja, sagen wir mal, Respekt, Angst habe ich nicht vor Bammel, vor den Rennen in Los Santos habe ich viel mehr Respekt als vor diesen hier. Selbst in San Fierro war ein Rennen, vor dem ich mehr Respekt habe. Aber das hat wunderbar geklappt. Beim zweiten Anlauf hatte ich das ja schon geschafft. Weiß jetzt nicht mal genau, wie es heißt. Ah doch, San Fierro Fastlane ist das. Hat ja so gut das geklappt. Das hat mich echt gewundert. An dem habe ich mir nämlich auch schon sehr häufig die Zähne ausgebissen. Und da klappt das hier so gut. Aber das ist ja jetzt schon Geschichte. Wir sind jetzt hier bei den Las Venturas Straßenrennen. Wovon die beiden Motorradrennen ja gar nicht mal in Las Venturas stattfinden, sondern hier in der Landschaft. Und jetzt habe ich hier echt Mist gebaut. Holla, die Waldfee, aber ich bin immer noch Erster. Meine Fresse. Geh doch mal aus dem Weg. Wo ist denn hier die Konkurrenz? Schläft die? Oh, da kommt gerade einer. Okay, die habe ich doch wohl schon ganz schön abgehängt. Das ist ja unglaublich. Sehr schön. Okay, ich muss hier aber auch aufpassen, nicht so oft nach hinten gucken. Erstens spawnen vorne Autos und zweitens sehe ich nicht, wo ich lang fahre. Oh, tja. Und hinter mir kommt auch da schon wieder einer. Ich muss mich beeilen. Ich glaube nämlich so arg lang. Ja, da vorne kommt nämlich schon wieder der Dump. Und da hat es ja angefangen, oder? Wie war das? Ich glaube schon. So, machen wir hier mal kurz eine Abkürzung. Ach, ja. Das macht mich immer so... Das hört sich immer so komisch an, wie dieser Typ da schnell sagt und... Ja, er ist, wenn er davon redet, er sei Bayer und so. Was der Typ, der das spricht, ja gar nicht ist. Ja. Auf jeden Fall, hier so als Deutscher hört man das natürlich sehr schön raus, dass der nicht weiß, wie man das wirklich ausspricht. An manchen Stellen kann man das halt sehr gut hören, dass das kein richtiges Deutsch ist, was er da redet. Und jetzt, das wäre beinahe nochmal schief gegangen. So, ein Stoppy gemacht, sehr schön. Und ein Wheelie, sehr schön. Dieses Motorrad ist da echt gut geeignet für übrigens. Das war die NRG 500. So, dann probieren wir es hier gleich mal mit Desert Tricks. Das ist ein Stück länger, das da... Oh, Quatsch. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, das da wäre kürzer. Ist beide
Motorradrennen sind exakt gleich lang. Aber dieses hier kommt mir länger vor. Und es ist auch schwieriger. Ein bisschen. So, erstmal hat man kein so tolles Motorrad wie eben, das so schön schnell ist. Sondern hier ein anderes. Keine Ahnung, was das für eins ist. Und eben habe ich ein bisschen blöd gefahren. Aber egal. So, ich muss mal die Musik ausmachen. Die nervt mich gerade. So, dann. So, hier können wir auf jeden Fall ein Stück abkürzen. Mal gucken. Noch hier noch nicht, aber da vorne gleich. So, und. Na. So. Auf jeden Fall. So, hier gehen wir mal querfeld ein. Hoffen wir, dass das Motor nicht aus der Waage schleudert. Was nicht passiert ist, ist sehr gut. Und ich bin immer noch Dritter. Das ist. Ja, das ist ein bisschen blöd. Und, oh, die Konkurrenz schläft jetzt hier nicht so wie vorhin bei dem anderen Rennen. Naja. Okay. So, machen wir da mal hier. Den Typen schalten wir doch mal gleich aus. So. Und jetzt bin ich Zweiter, denn der Erste ist auch gleich schon zu sehen da vorne. Okay, jetzt nicht mehr. Frage ich mich, wo ist da vorne? Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Okay, ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich mein Motorrad nicht, dass ich nicht eben nicht stürze. Das wäre in diesem Rennen fatal. Oh, da vorne ist er. Jawohl. So, dann schauen wir mal. Und nicht so auf den Sand fahren, das ist auch nicht gut. So, und hier muss ich aufpassen, dass ich nicht ins Wasser stürze. So, aber ich glaub, den kriege ich noch. Den kriege ich noch, den Typ. Der macht zu langsam. Das ist ein Feigling. Der macht nicht ordentlich hier rum. Der könnte schneller fahren. Ja, es ist auch ein Typ. Ich hatte das auch schon, dass da eine Tussi drauf saß auf dem Motorrad ganz vorne. Das ist eine NRG 500, ne? Der könnte wesentlich schneller fahren mit dem Ding. Oh. Der hält schon die Geschwindigkeit, die ich hier drauf habe. Es beunruhigt mich schon ein wenig. Aber, alter Verwalter, verpiss dich doch. Fahr mal irgendwo gegen oder so. Meine Fresse. Ich will mal ein bisschen Abstand zwischen dich und mich kriegen. So, okay, jetzt habe ich glaube ich... Oh, nein, das ist nicht wirklich viel Abstand. So, aber, ja doch, jetzt habe ich... Na, es ist nicht viel, aber immerhin etwas. So, die Motorrad-Skills sind auch schon sehr weit fortgeschritten, sehe ich gerade. Es dürfte schon etwas, schon mehr als 3/4 sein, vielleicht so um die 80% oder so. Weiß es nicht genau. So, jetzt muss ich hier echt aufpassen. So, alter Verwalter. Oh, ich bin falsch gefahren. Ich wollte eben da runter. So, hier muss ich ja runter. Und alter Verwalter, haut ab hier. Hier muss ich aufpassen. Hier kann ich noch verlieren. Nein, ich verliere nicht. Ich habe gewonnen, so da. Aber das war schon knapp. Ja, der bleibt da einfach stehen. Aber der vorletzte Checkpoint, der letzte vor dem Ziel. So, sehr schön, das haben wir auch geschafft. Okay, dann probieren wir es jetzt mal. Das ist eigentlich relativ easy. Da muss ich einfach nur Gas geben und geradeaus fahren. Na gut, um die Kurven. Ja, toll, wenn ich nicht von hinten mal kurz von normalen Straßenverkehr gerammt werde. Unglaublich. So, den mal. Ah, sehr schön, dass das mal klappt hier. So. Hey, zu 6 Zimmer. Ich sehe aber, doch, sehe 4 Stück noch vor mir. Sehr schön. So, ich brauche hier einfach nur ein bisschen neben die Straße zu fahren und da kann ich die einfach alle überholen. Fahr ja dann mit dem schnellsten Auto im ganzen Spiel, dem Turismo. Und wenn ich jetzt nicht hier irgendwie mein Auto schrotte, dürfte das hier schon im Kasten sein, dieses Rennen. Also eigentlich habe ich das Rennen jetzt schon gewonnen. Ja. Aber zurücklehnen ist jetzt noch nicht, denn ich kann ja durchaus noch von der Straße gekickt werden, von irgendeinem Idioten, der einfach da neben mir fährt und ja meint, er müsste die Spur wechseln und dann so hart gegen mein Auto knallt, dass ich abfliege. Wäre durchaus schon vorgekommen hier bei diesem Rennen. Und ja, da muss man aufpassen. Ja, da steht immer so ein Taxi einfach mitten auf der Straße rum. Anstatt hier zu fahren, ja, da fahren immer die Bullen irgendwo dagegen.
und meint, sie wären gerammt worden. Ja, so ist das. So sind die Bullen hier. Das sind Hornochsen, wie sie im Buche stehen. Lars von Thuras Polypsystem. Ja, habe ich ja im letzten Part schon erwähnt. Die gehen wahrscheinlich jeden Tag in Casino, Puff, sonst wohin. Ich weiß es ja nicht. Polizisten in San Diego sind da nicht so drauf. Die machen ordentliche Arbeit. Und das von Thuras, die gehen jeden Tag ins Casino. Ja, liegt ja auch nah. Hat's ja so viele von. So, dann genug Scheiße gelabert, genug Polizisten beleidigt. Gucken wir doch lieber mal, dass wir hier das Rennen ordentlich fertig fahren kriegen. Ja, 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 das geht schon recht schnell, dieses Rennen, und ich fahre ja hier mit Höchstgeschwindigkeit. Dass diese Popelautos das hier mithalten können, da erreicht den ja kaum. Was ist denn das hier für ein, das ist ein richtig Popelauto, oder? Ah, Sentinel, das ist doch kein so Popelauto, der hat auch was drauf, der fährt auch ganz recht schnell. So, ich glaube, ist noch um eine Kurve und dann habe ich das Rennen im Kasten. Jawohl. Müsste jedenfalls so sein. Ja, das müsste. Ja, das ist so. Hör noch um die Kurve und dann habe ich das Rennen im Kasten. So. Dann hier noch rum. Und dort noch rum. Yeah, da ist das Ziel. Sieg! Da 10.000. 3 Minuten 14 hat das gedauert. Ich muss doch mal gucken. Jetzt gerade, wie lang das die Strecke war. Schon eine etwas längere Strecke. Ja, naja, gut. Gerade ein Kilometer mehr als das. Aber nur 3 Sekunden länger gedauert als das, ne? Ein Kilometer mehr. Das sind jetzt 7 Kilometer Strecke. Und ja, mal schauen, das probieren wir jetzt auch noch. Da kriege ich die Las Venturas Rennen vielleicht alle in einen Part. Sofern ich das hier gebacken kriege, das Auto halten lassen. Das ist bei diesen Rennen nämlich so eine Geschichte. Könnte jetzt sein, dass die hier einfach alle mal rüberziehen und mich von der Straße schubsen. So, ich gehe mal auf die Gegenfahrbahn. Oh. Vielleicht mal kurz ein bisschen. Ah, so. Sehr schön. So. Ja, es kann schon durchaus sein, dass mich hier einer von der Straße kickt oder sowas. Ja, und so Sachen, ne? Von der Innen, ja, von der. Das die innere, ja, die innere Spur einfach mal nach links, nach rechts abbiegen. Das ist doch unglaublich. Was macht man doch nicht? Ich weiß auch nicht, was hier die Entwickler sich dabei gedacht haben, dass die Leute von dieser Spur abbiegen. Die machen das übrigens haufenweise. Die biegen extra auf die linke Spur ab, um dann nach rechts abzubiegen. Ich verstehe es nicht. So, schlängeln wir uns doch mal hier durch. Und, ach, der muss jetzt hier die Spur wechseln. Du Arsch, du Blöder. Meine Fresse. Gibt's sowas? Ja, es gibt sowas. So, jetzt, knallen wir mal kurz unser Auto gegen die Leitplanke. Noch ist sie da ja gut. Ja, der hat uns jetzt gleich mal geschubst hier. Da schlängeln wir uns durch, sehr schön. Ja, man darf auf jeden Fall nicht hier mit Vollgas durchheizen. Weil, aber ab und zu muss man doch mal ein bisschen aufs vom Gas gehen, mal auf die Bremse treten oder so ein bisschen. Wobei ich meistens nur vom Gas gehe, da erledigt sich der Rest schon. Gut, das schwierige Stück ist erledigt hier, durch den Tunnel gekommen. Wunderbar. Eine blöde Stelle kommt noch, das ist da vorne die Brücke. Aber wenn ich über die rüber bin, das sind die ganzen Gefahrenstellen quasi überwunden. Und, was halt blöd ist bei diesem Rennen, also anfangs, wenn man hier noch nicht so toll fahren kann, das Fahren noch nicht so toll drauf hat, wie ich das jetzt hier drauf habe, da ist es halt echt schwierig, das Auto heil über die Brücke und durch den Tunnel zu bringen. Wenn man das erstmal erledigt hat, dann ist der Rest eigentlich relativ easy. Ja. Weil wenn man jetzt, wie man jetzt schon sieht, das Auto dampft jetzt schon ein bisschen. Und ja,
Das hier auch, das war auch eines der Rennen, wo ich lange für gebraucht habe, bis ich es endlich mal ein erstes Mal geschafft hatte. So, hier muss ich es ein bisschen langsamer machen. So, das wäre auch geschafft. Ja, weil mein Auto halt jedes Mal in Flammen aufgegangen ist. Und man kann ja hier leider nicht so wie in Vice City das Auto wechseln beim Rennen fahren. Ja. Und ja, immer Flammenaufgang, ja, verloren, disqualifiziert, weil ich mein Auto zerstört habe, ja. Und so, ja, wenn man aber es ordentlich schafft, da durchzukommen, über Brücke und durch Tunnel, dann hat man doch relativ gute Chancen, hier durchzukommen, weil hier auf diesem Abschnitt, da ist dann doch relativ wenig los. Und vor allem hier ist viel Platz, da kann man hier auch in der Mitte lang fahren. Ja, jedenfalls bis nach der Kontur, also nach der nächsten Brücke da. Auf jeden Fall ist das so. Und ja, das Ziel ist auch schon wirklich die Sichtweite. Unglaublich. Oh, hier ist. Ich bin so schnell unterwegs, dass das Spiel nicht mit dem Grafikladen nachkommt. Alter Verwalter, jetzt bitte nicht noch auf den letzten Meter das Auto kaputt fahren. Okay, sehr schön. Dann wäre das auch geschafft. Yeah, 4 Minuten für 7 Kilometer. Yeah. Und wieder 10.000. Ja, brauchen tue ich nicht, aber kriegen tue ich. Sehr schön. Gut, gut, gut. So, dann haben wir jetzt alle Las Venturas Rennen schon im Kasten. Müsste ich ja demnächst auch mal... Ja, müsste ich demnächst ja quasi mal mit den Wettflügen beginnen, die ja da am Flughafen annehmbar sind. Aber jetzt erstmal... Ich denke, demnächst werde ich wohl auch mal hier die Kurierfahrten machen in Las Venturas. Die habe ich ja auch noch nicht. Und es fehlt ja auch noch eine Stadion-Challenge hier in Las Venturas. Die brauchen wir auch noch. Im nächsten Part fahren wir dann aber erstmal hier zu Tenpenny und Kollegen und gucken mal, was die von uns wollen. Also, macht's gut und ciao.